Hallöchen, ihr Lieben. Schaut mal, was heute angekommen ist. Meine Bestellung von Daniel, Steinchensuchti. Und der eine oder andere kann sich vielleicht denken, was da drin ist. Aber ich zeige es euch trotzdem. Ich bin selber super gespannt. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich würde sagen, das tun wir jetzt zusammen. Und genau, ich muss mal gucken. Hier oben wegen meiner Adresse. Hier, wunderschöner Sticker. Das ist auch die Homepage, also der Shop, www.steinchensuchti.de. Und schaut mal, die tollen Sticker. Sind die nicht wunderschön? Die sind nämlich von mir. So, und jetzt gucken wir mal, was hier Schönes drin ist. Badabdada. Jetzt zerschneide ich meinen eigenen Sticker. So. Die Bianca stellt sich immer an wie der letzte Horst, ne? Wirklich, wie? Habe ich das irgendwie falsch rum? Ach, das ist noch... Och Mensch, also ich sag ja, wie der letzte Honk. Man ist aber auch so voll konzentriert, dass man bloß nicht da irgendwie, ne, wegen der Adresse... So, aber ich glaube, jetzt sollte... Oh mein Gott! Tada! Oh mein Gott, der macht das immer so schön! Visuals, steinchensuchti.de. Tadatatam. Vielen Dank für deinen Einkauf bei steinchensuchti.de. Als kleines Dankeschön gibt es einen 5% Rabattgutschein auf deine nächste Bestellung bei visuals.de. Steinchen. Ach, das ist ja cool. Visuals ist sein Freund und der Manuel heißt er. Und bei Visuals bekommt ihr Fashion, also eben T-Shirts, Hoodies, Kapuzenjacken. Genau. Ich habe nämlich auch ein richtig tolles T-Shirt von Visuals und da steht drauf Familie Steinchensuchti und da ist dann das Logo drauf vom Daniel. Na gut, andere Geschichte. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr Bock habt. Richtig coole Sachen. So, und jetzt gucken wir uns aber mal richtig coole Sachen vom Daniel an. Und da freue ich mich ja mal richtig, dass ich hier einen Suchti-Beutel habe. Die Sticker sind übrigens auch von mir. Werbung in eigener Sache. Und auch diese Sticker sind von mir. Ja, das machen wir natürlich zum Schluss auf. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ich da so bekommen habe. So, dann hole ich das mal raus. Oh Gottchen, das ist immer eine Spannung, sage ich euch. Weil, ja, bestellen ist eine Sache, das in der Hand zu haben, aber dann eine andere, wenn man dann sieht, wie das so aussieht. Der Daniel verpackt es so schön. Oh mein Gott, ich krieg Schnappatmung, ey. Oh Gott. Oh mein Gott. Guckt mal. Naja, eigentlich solltet ihr das ja noch gar nicht sehen. Deswegen machen wir das mal der Reihe nach. Ich überrasche mich selber, ich gucke da auch gar nicht hin. Zuerst einmal... Boah, ist das ein Traum? Boah, ist das der Hammer? Schaut euch dieses Schiffchen an. Die Farbe hier außen heißt... Ach, ich krieg's nicht hin. Wizards Voodoo? Irgendwie so. Das ist auch so, ja, mit einem leichten Glitzerhauch. Seht ihr das? Ja, jetzt kann man das ganz gut sehen, ne? Ist das nicht obergeil? Und dazu habe ich Rot-Pink genommen und ein Holobohnen. Also, ich bin so, so verliebt in diesen Bohnen. Ich glaube, wenn ich jetzt zukünftig mal wieder Schiffchen bestelle, dann möchte ich nur noch die mit Holobohnen. Ey, ich bin total verliebt. Ja, wenn er natürlich welche im Sofortkauf hat, das sind dann immer die Standards, da sind jetzt, ist jetzt leider kein Holo dabei, aber wenn man sich Schiffchen anfertigen lässt, dann kann man das so wählen. Hier wieder mit einem Stopper, ne, richtig cool natürlich. Ein wunderschönes Teil, was soll ich sagen. So, und dann gucken wir uns das nächste an. Das war jetzt im Sofortkauf. Beim letzten, da habe ich dann sofort zugeschlagen. Da komme ich jetzt aber auch nicht darauf. Oh Gott, wie hieß die Farbe? Chameleon
irgendwas. Und auch da haben wir, seht ihr das? Glitzer. Ist das nicht schön? Ja, irgendwas mit Chamäleon, Glitzer und Weiß. Oh, ich liebe diese zweifarbigen Burgschiffchen so hardcore. Ja, ich liebe sie einfach. Und ich freue mich, dass meine kleine Sammlung wächst, weil mein Ziel ist es, irgendwann komplett aus den Schiffchen zu painten. Und das kann man sehr gut mit diesem Burgschiffchen, weil man sie eben stapeln kann, ja, selbst wenn jetzt Steinchen drin sind. Das war richtig cool. Ich habe jetzt gestern und vorgestern Sticker gepainted und da sind ja nicht so allzu viele Farben und da habe ich tatsächlich aus dem Burgschiffchen gepainted und das war echt richtig, richtig geil, ne? Also wenn man mal komplett aus einem Bild, ein ganzes Bild painten kann aus dem Schiffchen, aber da fehlen dann auch einige. Und jetzt, oh mein Gott, der Oberbörn. Boah, Junge, ich krieg hier echt ein zu viel, ne? Ich meine, wie schön bitte ist das? Das ist richtig nice. Da habe ich tatsächlich mal eine Farbe gewählt. Transparent. Das ist eine Transparentfarbe. Aber es ist richtig, 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 richtig nice mit dem Weiß. Und die streamen dann eben auch dieses Rosa. Und hier habe ich auch einen Holobohnen gewählt. Und ich kriege wirklich zu viel. Das ist so ein Traum. Also diese Holoböen, mein Gott, ich krieg echt zu viel. Ja, ich wiederhole mich, sorry, ich bin total verliebt. Aber so ist ja nichts Neues. So, und dann haben wir noch zwei. Na, die habe ich nämlich auch aus dem Sofortkauf. Daniel hatte vor ein paar Tagen einen Sofortkauf. Habe ich dann auch Glück gehabt. Und habe hier diese Beine ergattert. So, einmal dieses obergeile Schiffchen. Ich wollte unbedingt diese Farbe mal haben. Die habe ich noch nicht. Das ist nämlich Babyblau-Rosa. Und das ist ja wohl der Oberhammer, oder? Ich meine, wie schön ist diese Farbe? Dieses Babyblau-Rosa. Oh Gott, ist das schön. Das ist so, 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 so geil. Hammer, Hammer, Hammer. Und dann habe ich mir dieses geholt. Mega geil. So richtig fesch. Ja, hier. Gelb, lila. Hammer geil. Mal was ganz anderes. Ich liebe diese Farben. Traumhaft. Traumhaft. Ich freue mich so sehr, dass diese fünf wunderschönen Schiffchen bei mir eingezogen sind. Denn meine Sammlung wächst. Ich habe jetzt dann insgesamt 12. Und ja, das ist ja meine bisherige Sammlung. Guckt mal. Tadadatam. Genau. Da haben wir das. Da haben wir das. Dann haben wir das lila-weiße. Dann haben wir das hier. Ja, dann haben wir hier ein einfarbiges. Das hatte ich damals mit der lieben Bienchen getauscht. Aber ich mag schon lieber diese zweifarbigen. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen was dazu bekommen. Oh mein Gott, guckt mal. Sieht das nicht einfach mal obergeil aus? Das ist halt das, was ich so toll finde, dass man die Schiffchen eben stapeln kann, ne? Das ist ja auch eine Platzgeschichte. Und selbst wenn jetzt hier Steinchen drin sind, ja. Das ist jetzt meine Schiffchensammlung, die Burgschiffchen vom lieben Steinchensuchti. Ihr könnt gerne mal schauen auf oder in seinem Shop www.steinchensucht.de. Ich hau euch sonst den Link von seinem Shop nochmal in die Videobeschreibung. Der Daniel bietet nämlich jetzt zwischendurch auch mal Sofortkäufe an. Und das stört jetzt irgendwie mein Auge hier. Und genau, die Sofortkäufe werden auch angekündigt in seinem Shop bzw. auf der Homepage. Deswegen, ja, speichert euch die Seite einfach im Browser oder so und schaut zwischendurch rein. Wie gesagt, es wird angekündigt und wenn Sofortkauf ist, dann ja, schnell sein, dann habt ihr sicher auch Glück. Ja, was soll ich sagen? Geil. Jetzt gucken wir uns aber natürlich, ha, das habe ich nicht vergessen, mein Suchti-Beutel an. Wir schauen mal, was ich in dem wunderschönen, übrigens, die Beutel sind der Hammer,
was wir hier drinne haben im Suchtili-Beutel. Kann ich das so aufmachen oder muss ich das echt kaputt machen? Vielleicht haben wir hier. Ja, genau, da haben wir nämlich. Oh Gottchen, was ist das denn? Oh, guck mal, wir haben hier einen Sticker von seinem Logo. Das kommt auf jeden Fall in mein Daniel Painting Tagebuch. Ganz logisch, ne? So. Und dann haben wir hier ein Coverminder. Oi, guckt mal. Der ist aber wunderschön. Hier genau mit zwei Magneten. Und auch der kommt jetzt direkt an meinen. Ups, oh nein! Der kommt jetzt direkt an meinen Rastkorbwagen. Oh, der ist ja schön. An meinen Rastkorbwagen. Da hängen nämlich meine Coverminder. Super, super schön. Den halte ich in Ehren, weil der ist von Daniel. Ne? Ich bin ja ein riesen Daniel-Fan. Daniel ist mein Schnuppelbäckchen. So, Daniel, mein Süßer, falls du das Video siehst, danke, du hast wieder großartige Arbeit geleistet. Was soll ich sagen? Du bist ein Riesenschatz, ein wunderbarer Mensch. I love you, du weißt. Und ja, ich freue mich sehr. Ich würde sagen, habt alle noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video, ihr Süßen. Ciao!